Ja, die Sommerpause hat ein Ende, auch was den Ibiza-U-Ausschuss betrifft, denn am Mittwoch, den 9.9. ging es weiter und es war ziemlich spannend, denn es gab auch einen Rollenwechsel und zwar geladen wurde der Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. Seit Beginn der Befragungen attestieren auch die ihm Oppositionsfraktionen eben auch Befangenheit, weil er sich mit Vertretern des Glücksspielkonzerns Novomatic getroffen hat. Und dazu kommt aber jetzt noch was und zwar die ÖVP-nahe Alois Mock-Institut, das eben von der Novomatic in den Jahren 2017 bis 2019 Inseratengelder für den Mock-Report erhalten haben soll. Das alles wurde am Mittwoch besprochen. Er hat zum Beispiel auch gesagt, Wolfgang Sobotka, seine Aufgabe eben für das Alois Mock-Institut ist es oder waren es, Kontakte zu Wirtschaftsunternehmen herzustellen. Das sei auch was völlig Normales in Österreich. Mit Novomatic habe man eben einfach ausgelotet, welche Themen den Glücksspielkonzern auch interessieren könnten, die eben auch mit den Zielen des Instituts vereinbar sind. Er hat auch gesagt, es gibt kein Sponsoring, es war alles mit Kooperation bedacht. Und dann circa 3 Stunden später gab es dann doch auch ein Licht am Ende des Tunnels, wie auch Sebastian Kurz oft sagt. Es gab zum Beispiel Inserate des Mock-Instituts an den niederösterreichischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerverbund, dessen auch Vorsitzender Sobotka war. Und es habe demnach auch Geldflüsse gegeben, und zwar von Novomatic an das Mock-Institut und vom Mock-Institut dann weiter an den niederösterreichischen AAB. Und Sobotka verteidigt das aber auch, und es waren keine Geldflüsse, es waren Inserate. Ja, es wurde natürlich viel gesprochen bei den Ibiza-U-Ausschuss. Wie gesagt, die Sommerpause ist vorbei und auch dann am Donnerstag geht es weiter.